Ihr habt es wahrscheinlich in der letzten Zeit so ein bisschen mitbekommen. Und generell muss ich sagen, die haben die Szene schon damals krass geprägt, die Jungs. Die Deutschen haben so richtig krasse Sprichwörter, Alter. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Alles kann, nichts muss. Feier ich, Digga. Das macht Sprichwörter-Vibes, man. Sprichwörter den Motherfucker. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. So, Freunde, also... Ich habe vorhin gesehen, es wurde mir ein Video angezeigt, AZ spricht über Miami Yassin, KMN Gang, Suna und Nash. Und das, muss ich sagen, interessiert mich persönlich wirklich selber. Ich mache erstmal ganz kurz ein Intro an der Stelle. Natürlich an der Stelle. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin immer wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking Zweitkanal. Und ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut, meine lieben Freunde. Und zwar werden wir uns jetzt ein Video reinziehen, das wurde mir vorhin angezeigt, über AZ und die KMN-Gang. Irgendwie hat der AZ einen Livestream gemacht und ein bisschen so über die KMN-Gang gequatscht. Ich muss sagen, KMN-Gang waren auf jeden Fall damals, wir haben die brutal gefeiert, Digga. Richtig krass. Ich weiß noch, die Zeiten mit Für die Familie und auch der Song, die haben, der AZ hat auch einen Song mit Nico damals gemacht, den ich richtig krass fand. Ja, ja, heißt der, glaube ich. Und generell muss ich sagen, die haben die Szene schon damals krass geprägt, die Jungs. Auch Nemo zum Beispiel ist mir erst durch die KMN-Jungs auf den Schirm gekommen. Ich weiß noch ganz genau, wir waren auf dem Weg zu Fibo und Bardo hat mir den Song gezeigt von das Hol mir deinen Cousin, glaube ich, ne, wo Nemo dabei ist. Hat mir den Song gezeigt von denen und da habe ich erst Nemo richtig so entdeckt irgendwie. So, keine Ahnung, ab dem Tag habe ich Nemo so richtig abgecheckt, weißt du, wie ich meine? Und deswegen von meiner Seite aus KMN-Gang nur Liebe für die Jungs, Alter. Die haben krass geprägt damals auf jeden Fall. Geile Songs gemacht. Und ich reagiere jetzt mal auf das Video von AZ, wo er so ein bisschen Statements abgibt. Miami, Yassin, dies, das, blablabla. Ich habe es mir nicht reingezogen, waren kurz weg, aber wieder da. I like that, man. Ich hab's mir noch nicht reingezogen, hab nur gesehen, dass er quatscht da ein bisschen so. Und das fetzen wir uns jetzt rein, meine lieben Freunde. Reacted in, motherfucker. 6-8 Grüße vom Rowdy, Alter. Rowdy, Grüße zurück, Main. Wir gehen rein ins Statement, ins Video. I don't know, was hier passiert. Als allererstes will ich mich bedanken für den riesen Support, den ihr seit mehreren Jahren an den Tag legt. Und ich habe die Jungs auch mal getroffen auf diesem Festival Hookup, glaube ich, hieß es, ne, in Karlsruhe. Da habe ich die mal getroffen. Alle durchgehend sympathisch gewesen, muss ich echt sagen. Also ich habe auch einen längeren Talk? Ich glaube, Miami hatte ich auch ein bisschen längeren Talk. War lustig, Digga, sind echt coole Jungs. Uns unterstützt bis zum geht nicht mehr. Fernab davon, ob jetzt ich mit Suna Musik mache oder nicht mache. Der Support ist unglaublich, Alter. Und ich bin dankbar einfach für jeden Tag, den ich mit euch verbringen darf. Ihr habt es wahrscheinlich in der letzten Zeit so ein bisschen mitbekommen. Ich glaube halt, AZ ist auch derjenige, der... Ich will jetzt nicht da so Ding sein, aber ich glaube, derjenige, der solo auch am besten noch performen wird, was Reichweite und so angeht, ne? Der war ja immer schon einer, den die Leute krass gefühlt haben und vor allen Dingen seine albanische Community hat immer auseinandergenommen so. Obwohl ich sagen muss, musikalisch, ich persönlich feiere Suna am meisten. Jetzt fällt mir gerade ein, Suna habe ich auf dem Splash schon kennengelernt. Und da haben wir einen richtig geilen Talk gehabt, Digga. Wir haben gute Wellenlänge gehabt. Ich, Fanus und Suna, wir haben gute Wellenlänge gehabt. War nice, Digga. Grüße gehen raus auf jeden Fall an der Stelle. Ich habe auch so ein bisschen ein privates Leben und hatte ehrlich gesagt so seit beziehungsweise einem Jahr war das bei mir so der Fall, dass ich einfach keine Lust hatte, Musik zu machen. Beziehungsweise jedes Mal, wenn es um Musik ging, habe ich immer Kopfschmerzen bekommen, Alter, weil das geht einfach seit Jahren. Wir gehen ins Studio, machen ein Album, drehen Videos dazu, hauen die Videos raus und sind auf Tour. Komplett Sommertour, sind wir im Balkan. Ende des Jahres Deutschland, Österreich, Schweiz Tour. Und danach die gleiche Prozedur jedes Mal wieder von Anfang an. Und das hat uns alles so ein bisschen, also es hat mich auf jeden Fall ein bisschen müde gemacht. Und das Hauptding, was wichtig ist so in unserem Leben, das ist natürlich unsere Familie.
Ja, das ist halt krass, wenn du die ganze Zeit so im Film bist und die ganze Zeit Action Jackson Album aufnehmen, Tour machen, dies, das, B-Fans, bla, so, 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 so. Da vernachlässigst du halt mal manchmal die wirklich wichtigen Dinge im Leben, so, ne? Ist schon wichtig, sich immer mal wieder, gerade wenn du krassen Hype hast, so, sich immer mal wieder ein bisschen rauszuziehen und sich auf sich zu konzentrieren, auf seine Familie zu konzentrieren, gucken, was passiert ist in der Zeit und so. Vogelperspektive ist gerade, wenn du in der Öffentlichkeit stattfindest, manchmal brutal wichtig. Und wir sind erwachsen geworden, ne? Also, okay. Wenn du mit jemandem 15 Jahre Zeit verbringst, egal was es ist, Alter, ob es dein Freund ist, ob es dein Auto ist, Alter, ob es deine Tasche ist, wenn du 15 Jahre an einer Sache mit jemandem, und das ist ein Mensch, gebunden bist, dann ist das schon was anderes, als wenn du den, keine Ahnung, vorgestern kennengelernt hast, Alter, und seit 2 Tagen mit dem in Kontakt bist, okay? Safe. So. Wir waren Tag und Nacht zusammen. Wir haben Tag und Nacht verbracht, Alter. Das ist auch nicht irgendwas, was ich daher sage, sondern es ist einfach Fakt. So, wir haben teilweise, Alter, haben wir mehr Zeit mit uns verbracht. Also ich mit Suna, anstatt mit unseren Familien, mit unseren Eltern. Das ist auch einfach so, das ist Fakt. Und gehört aber auch zum Erwachsenwerden, zum Mannwerden und so auch, glaube ich, dazu. Weißt du, mal eine Zeit lang sich auf sein Leben zu konzentrieren, auf seine Zukunft zu konzentrieren, vielleicht eigene Familie gründen und so, Grundsteine legen für das auch, Geld verdienen, erfolgreich werden und so. Bisschen abkapseln gehört, also was heißt leider, gehört manchmal schon mit dazu, aber wichtig halt, dass man irgendwann wieder zurückfindet, finde ich. Sorry, dass ich so oft stecken bleibe, Alter. So, ich bin selber übertrieben krass aufgeregt, aber ja, Mann. Jetzt wollte ich mich endlich mal dazu äußern, Alter, weil ihr und die ganze Szene und alles, was irgendwie mit uns zu tun hat, irgendwie sich dumm und dämlich geredet haben. Was ist mit den beiden? Fick der den, der andere fickt den. Und das ist der Grund, warum ich mich hauptsächlich äußere heute. Ja, Mann, zurück zum Thema. Suna, wir kennen uns sehr, sehr lange und da ist es nicht nur einmal passiert, dass wir uns in die Haare gekriegt haben, okay? Wir sind zwei Menschen mit zwei sehr starken Persönlichkeiten. Das ist normal, Bro. Mit zwei sehr starken Charakteren. Und da ist es ganz klar, Alter. So, wir sind auch jetzt nicht die dümmsten Menschen, die es gibt auf der Welt, Alter. So, wir sind intelligent. Wir kennen uns aus, wir kennen uns in verschiedensten Bereichen aus und das sorgt dafür, Alter, dass man sich oft in die Haare kriegt, okay? So, und so war das bei uns auch der Fall gewesen. Wir haben 24 Stunden gechillt, Alter, aber so von den 24 Stunden hat man sich auch einfach mal so eine Stunde gestritten, Alter, und richtig krass gestritten, so. Manchmal unnötig, manchmal war es nötig, aber man streitet sich. Und so nach 15 Jahren kommt irgendwann so ein Punkt, der ist bei uns in unserer gesamten Freundschaft vielleicht 3 oder 4 Mal ist der Zeitpunkt gekommen bei uns, wo wir uns so stark gestritten haben, dass wir gesagt haben, ey, weißt du was, Alter, so wir lassen die Sache mal ganz kurz ein bisschen ruhen. Ich gehe zurück nach Hause. Ich gehe da, wo meine Mom ist. Ich gehe da, wo mein Bruder ist. Ich gehe nach Hause, entspann mich und verbring ein bisschen mehr Zeit mit denen, okay? So. Das ist, ich habe das selber in meiner Vergangenheit auch schon gerade mit einem Homie öfter mal gehabt, so. Wir sind auch seit 12 Jahren eigentlich befreundet oder vielleicht sogar noch mehr. Und da gab es auch schon, weil wir auch beide sehr starke Persönlichkeit sind, Egos spielen da auch eine Rolle, wo wir beide auch mit den Jahren dann angefangen haben, an den Egos zu arbeiten, dass es da auch schon mal zu dem Punkt kam, schon auch 2 Mal schon, dass man längere Zeit einfach keinen Kontakt hatte, dass man sich voneinander entfernt hat, getrennt hat, irgendwie durch einen krassen Streit und Egos dann so lange einfach oben waren, dass man sich nicht beieinander gemeldet hat und dann 1 Jahr zum Beispiel keinen Kontakt hatte. So, das kann halt in einer Freundschaft passieren. Ich bin aber ganz ehrlich einer, ich vergesse nach einer gewissen Zeit die negativen Dinge und vermisse dann einfach nur meinen Homie, weißt du, die schönen Zeiten, die, wo man halt geile Sachen erlebt hat, die einen weitergebracht haben und so. Scheiß auf die negative Scheiße, weißt du, das kann man auch hinter sich lassen. So einer bin ich halt. Ich bin auch einer, der sich einfach dann auch meldet, weißt du, einfach anruft so. Was geht, Bro, nach einem Jahr, weißt du, so. Weil ich, weiß nicht, spüre dann keinen Hate mehr, keine negativen Vibes mehr und so. Und das ist halt wichtig, wenn du
in der richtigen Freundschaft ist das halt wichtig, so. Für mich ist eine richtige Freundschaft, Bruderschaft auch wie Familie, so. Und da ist es auch so, mein Bruder, ich werde den nie canceln, ich werde nie auf den scheißen, so. Weißt du, man kann sich mal streiten, man kann sich mal dies, aber es ist fucking Familie, Bro. Nebenbei haben wir auch nicht nur mit der Musik zu tun, sondern wir haben mittlerweile jeder von uns nebenbei seine ganzen Sachen sich aufgebaut, Gott sei Dank. Und wofür ich auch dankbar bin, und ihr seid ein ganz großer Punkt, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Und dann hat man sich einfach ein bisschen auseinandergelebt, okay? Und das war der Punkt auch bei Suna gewesen. Es gab keinen Streit. Wir haben uns nicht gestritten. Wir haben uns nicht Kopf an Kopf irgendwie, dass wir gesagt haben, ey, okay, alles klar, so, wir treffen uns heute, oder das ist der Grund, warum wir uns jetzt gestritten, oder das ist der Grund, warum wir jetzt keinen Kontakt haben. Sondern wir haben einfach gemerkt, alles klar, okay, wir waren 24 Stunden, hingen wir aufeinander, und wir haben gesagt, ohne dass wir das abgesprochen haben, sondern ich bin irgendwann nach Hause gegangen, er ist nach Hause gegangen. Und man hat sich einfach nicht mehr gemeldet, so, ich kenne das, Bruder. Am nächsten Tag habe ich ihn nicht angerufen und er hat mich nicht angerufen. Ich habe ihm keine Nachricht geschickt und er hat mir keine Nachricht geschickt. Und da war ich bei meiner Mom. Und wenn ich bei meiner Mom bin, dann vergesse ich die Welt da draußen. So, weil ich will Zeit mit meiner Mom verbringen. Und das war genau in dieser Pandemiezeit, ne? Wo sowieso jeder von uns, auch ihr, viel Zeit zu Hause verbringen musstet, ne? Gezwungenermaßen. Wahrscheinlich wäre das bei mir gar nicht der Fall gewesen, Alter. Ich war wahrscheinlich genauso unterwegs, wie ich heute bin. Aber das, wir wurden gezwungen, zu Hause zu bleiben. Dann habe ich die Situation erstmal wieder neu kennengelernt, weil ich erstmal damit klarkommen musste. Bei mir ist auch so, mit zwei Freunden, das ist halt eigentlich gut, dass die sich nicht gestritten haben und sich irgendwie geschlagen haben oder irgendwas passiert ist oder so, das in die Richtung. Weil, keine Ahnung, für mich war mir auch immer wichtig, gerade bei zwei Freunden aus meinem Leben, dass ich mit denen, dass nichts zwischen uns steht, weißt du? Dass selbst wenn man sich getrennt hat, dass man miteinander geredet hat, dass man beide Seiten angehört hat, dass man weiß, wo man steht, so, und dass man sich auch noch, wenn man sich sieht, Hand geben kann, in die Augen gucken kann, wie geht's Familie, wie ist so, wie sieht's aus, bla bla bla, das war und ist für mich gerade bei zwei Leuten sehr, 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 sehr wichtig einfach, weil, warum soll ich, keine Ahnung, Alter, ich will mit den Day Ones keinen Streit haben, weißt du, selbst wenn es auseinander geht, und so war es auch zum Beispiel bei meiner Ex. Ich bin so ein harmoniebedürftiger Mensch einfach, weißt du was? Ich meine, so egal, ob es auseinander geht oder nicht, ich will, dass die Vibes positiv bleiben. Alles klar, ich bin zu Hause, ich muss es lernen, erstmal zu Hause zu bleiben. So. Und dann hatte ich auch gar keinen Bock auf niemanden. Ich wollte keinen sehen. Ich wollte meine Mom sehen. Ich wollte früh aufstehen, Alter, und ich wollte früh meine Mom sehen. Und meine Familie. Mein Bruder. Digga, der soll mal ein Interview geben, der AZ. AZ! Bro, glaub mir, Digga, komm ins Café, wir müssen reden, wir können einen geilen Talk machen. Ich spür das. wollte mit denen zusammen frühstücken, das ist das Normalste auf der Welt, Alter. Und ich wollte keinen sehen einfach, ich wollte nur mit denen Zeit verbringen. Und das war die schönste Zeit, Alter, die ich seit Jahren irgendwie hatte. Also da bin ich richtig dankbar, Gott dankbar dafür, dass ich diese Zeit erleben durfte. Und dann habe ich mit der einfach Tag und Nacht gechillt. Ganz normal. Es ist das Normalste auf der Welt. Und ich wollte auch nicht, dass diese Zeit aufhört. Weil das war die schönste Zeit, Mann. Das ist das Schönste, was man überhaupt haben kann. Wenn ihr unterwegs seid und nach einer riesen Reise zurückkommt. Kommt ihr nach Hause und ihr freut euch auf euer Bett. Ihr freut euch auf eure Familie. Ihr freut euch auf eure Mom, Bruder, Schwester, was auch immer. Voll. Und so war das bei mir. Nur meine Reise ging einfach 5 Jahre lang so. Okay? Zwischen Knast, rein, raus, ich war drin, dann war ich wieder draußen, dann in dem Moment, wo ich... Ich muss echt sagen, Alter, diese ganze Corona-Zeit, wenn du so überlegst, ich habe auch mal diese Umfragen gemacht und so. Ich sag dir ehrlich, viele Leute sind familiärer geworden in der Zeit, ne? Auch wenn ich heute immer noch meine Meinung dazu habe und so. Es hat schon seine positiven Effekte gehabt. Viele Leute sind familiärer geworden, haben mehr Zeit mit ihrer Familie verbracht, mit den Liebsten, mit denen, die wirklich wichtig sind und so. Hab das Gefühl, dass in der Zeit auf jeden Fall familiär ein bisschen mehr Liebe gespreadet wurde. Auch mehr Hass aber, das muss man auch ganz klar dazu sagen, weil einige Familien sich nicht ausstehen können, aber einigen Familien hat es sehr gut getan, glaube ich. Wieder drin war, haben die alle gesagt, du kommst raus, und dann habe ich gedacht, alles klar, jetzt geht's wieder los, und dann war ich wieder drin. Und da hat die Reise, ging da schon die ganze Zeit, war ich auf Reise. So. Und ich bin in der Pandemiezeit, bin ich endlich irgendwie nach Hause gekommen. Und ich denke, jeder von euch kann das verstehen.
So, und das war der Grund, warum wir gesagt, also warum wir einfach keinen Kontakt hatten. Und ich hatte wirklich keinen Kontakt mit ihm. Also dieser Mensch, Suna, so, mit dem ich 15 Jahre lang wahrscheinlich mehr Mahlzeiten gegessen habe, Alter, als bei mir zu Hause. Mit denen hatte ich keinen Kontakt. Er hat sein Ding gemacht und ich habe mein Ding gemacht. Und es war okay und es ist auch okay. Ich bin nicht so gewesen, dass ich früh aufgestanden bin, Alter, und gesagt habe, ey, okay, alles klar, so, ich muss jetzt hier unbedingt, Alter, der Welt da draußen zeigen, Alter, mit wem ich bin oder mit wem ich nicht bin. So. Und natürlich... Für mich so eine Phasen fällt immer schwer, Bro. Also immer, wenn Menschen sich von mir trennen oder ich von mich von denen trenne, Menschen aus meinem Leben, die ich geliebt habe, wo geile Zeiten waren und so, fällt mir immer sehr schwer, da auch loszulassen, so. Ich kann das nicht so gut. Gab's irgendwann Zeitpunkte, wo ich ihn vermisst habe. Und natürlich gab's Momente, wo ich gesagt habe, ey, okay, alles klar, so diese Zeit, die wird jetzt gerade einfach zu lang. Und ich würde ihn gerne wiedersehen. Das ist was ganz Normales, Alter, das ist mein Bruder. Genauso wie das mit Nash ist, genauso wie es mit den Jungs ist, Alter, mit denen ich von Anfang an irgendwie diese Sache gestartet habe. Also wir gemeinsam gestartet haben, so. Und ja, Mann, Gott ist groß, Alter, so, und wir sind alles Menschen. Wir haben, jeder von uns geht schlafen, steht früh auf. Wenn man merkt schon, gell, so ein bisschen seine Nervosität und so. Ich hier anfasst und tief kneifst, dann tut's mir weh. Ich bin jemand, der hat Gefühle, Alter. Ich bin jemand, der nachdenkt. Das ist eine ganz normale Sache, Alter. So, okay? Wir sind alle unter verschiedenen schwierigen Umständen aufgewachsen, so. Und wir sind einfach gezeichnet so vom Leben, Alter. Das ist einfach auch in Ordnung, so wie es kommt. Und deswegen muss man sich nicht ficken, Alter. Man muss nicht unbedingt sagen, ey, okay, alles klar, jetzt hier, ich bin mit dem und dem nicht mehr in Kontakt, ich fick den. Warum? Das macht doch gar keinen Sinn. Nein. So. Vor allen Dingen nicht, wenn man eine krasse History miteinander hatte, so, weißt du? Wenn du Feinde hast, Alter, und du bist mit deinem, oder keine Ahnung, du hast irgendwelche Feinde, die dir irgendwas Böses wollen oder die dir Unrecht tun wollen oder sonst irgendetwas, dann bist du selber dafür verantwortlich und du selber schaust, okay, alles klar, wie kannst du... Finde ich seine Einstellung sehr stark, muss ich ganz ehrlich sagen, Alter, weil es gibt viele Leute, auch in der Öffentlichkeit mit Egos und so, wo dann Freund schnell zum Feind wird und dann gegenseitig schlecht geredet wird in der Öffentlichkeit und so. Und das ist überhaupt nicht nice. Sowas, vor allen Dingen, wenn eine echte Freundschaft dahinter gesteckt hat, geht das auch eigentlich gar nicht. Die Sache beenden. Willst du dich einlassen oder willst du dich nicht einlassen? Und jeder ist sein Glückes Schmied. Die Deutschen haben so schöne Sprichwörter, Alter. Das habe ich über die ganzen Jahre, habe ich das jetzt alles so ein bisschen realisiert. Als kleiner Junge habe ich das immer so gehört, aber die Deutschen haben so richtig krasse Sprichwörter, Alter. So, und wer Wind sät, wird Sturm ernten. Da gibt es zum Beispiel ein Sprichwort so, alles kann, nichts muss. Okay? Alles kann, nichts muss, ja, Digga, alles kann, nichts muss. Also, du kannst... Feier ich, Digga. ...das machen, Alter, aber du musst es doch einfach nicht machen, so. Ne? Und das ist auf jeden Fall ein Ding, was mich in den letzten Zeiten ein bisschen so begleitet hat, auf meinen Sachen, die ich gemacht habe. Und ja, Mann. Ich lese hier ganz kurz. Geil, der ist einfach auf deutsche Sprichwörter-Vibes unterwegs, der Bruder. Sprichwörti-Vibes, man. Sprichwörter den Motherfucker. Okay. Sprichwörti. Würdest du jemals wieder was... Was würdest du jemals wieder was mit Suna machen? Musikmäßig. Frag dir noch selber. Man weiß nie. Dicker, ich schwör's dir, Alter. Ich dachte, jetzt kommt der rein, oder was, Alter? Ja, was? Geil, Alter. Das feier ich, Bro. Ich hoffe, es geht euch gut. Geil, Digga, Herz geht auf gerade. Boah, Bruder, Alter, das war echt eine Hürde, jetzt hier das ganze, die ganze Zeit still zu Bruder, sitzen. Ich schwör's dir, ich hab gedacht, warum zittert der so, Alter? Ist dir, das war auch eine Hürde, die letzten Wochen und Monate, Alter, waren echt eine Hürde. So, was soll ich euch sagen, Alter, so der hatte da schon das meiste gesagt, was man zu dem Thema sagen sollte. So, es ist nicht so, dass wir uns seit gestern oder seit vorgestern
Guck mal, die Leute scheinen, ich wusste es. Walla, ich sage euch ehrlich, ich habe die Zeit unglaublich vermisst. Ich habe meinen Bruder unglaublich vermisst. Und ja, Mann, viel Zeit ist vergangen. Viel Zeit musste vergehen. Es ist auch gut so, wie alles passiert ist. Alles hat Reunion it in, man. Sein Grund. Ja. Und ja, und ich glaube, es ist so an der Zeit, den Leuten da draußen mal endlich zu sagen, Alter, so, dass nächste Woche die erste Single von unserem Album kommt. So, wir machen das ein bisschen kurz und knapp, ja, damit wir das nicht in die Länge ziehen. Nächste Woche kommt die erste Single zu unserem kommenden Album. Ultra Plus. Ultra Plus wird erscheinen. 16.09. oder? 16.09. Genau. 16.09. kommt Ultra Plus raus, der zweite Teil von Super Plus. Ich freue mich unfassbar krass, Alter. Ganz kurz, noch einmal. Wir sind Freunde seit über 15 Jahren, okay? Wir sind keine Geschäftspartner, die sich irgendwann kennengelernt haben mit dem und dem und dem und dem, sondern wir sind Freunde. Wir sind Freunde. So, und dieses Album ist auch nicht entstanden, weil wir gesagt haben, okay, alles klar, ey, wir müssen jetzt das und das bringen oder das und das machen oder dies und jenes machen. Nein, es ist entstanden, weil wir uns erstmal getroffen haben. Wir haben uns getroffen, wir haben miteinander gechillt. Danach waren wir unterwegs und wir haben nur gechillt, Alter. Wir waren auf Marbella, wir waren London, Kroatien, Barcelona, wir waren überall und wir haben gechillt. Ich habe mit diesen Menschen gechillt. So, in der Zeit. Kann man auch voll verstehen. Die haben sich einfach wiedergefunden, Digga. Ist doch süß. Ihr geschrieben habt, ey, Suna hat jetzt das gesagt gegen den. Suna hat jetzt das gesagt gegen AZ. Waren die einfach hinten am Chillen. Das und das ist jetzt passiert bei den beiden. In der Zeit haben wir zusammen gechillt. Wir haben zusammen Zeit verbracht. So. Und da ging es auch nicht um Musik. So. Wir haben kein einziges Mal über Musik geredet. Der hat recht und das stimmt einfach genau so, wie er sagt. So. Ich habe ihn genauso vermisst und ich freue mich unfassbar krass, Alter. Nächste Woche, 23.59 Uhr, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, gell? 23. Ja, richtig. Kommt die erste Single. Macht euch ready. Holt euch Popcorn. Popcorn holen, Alter. Und volle Popcorn. Geile Getränke. Und genießt die Show einfach, okay? 23. geht's los, allererste Single. Geil, Digga, aber am Ende des Tages ist doch süß, dass sie zusammengefunden haben wieder, Bro. Ich habe jetzt echt gedacht irgendwie, dass es jetzt ein Statement ist und so und keine Ahnung, Digga. Also ich habe nicht gewusst, dass Suna da im Hintergrund chillt, Alter. Ich habe echt gedacht, der Bruder ist ein bisschen nervös und so.